So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps. Ich bin mir ziemlich sicher, ziemlich sicher, dass dieser Part der letzte Part sein wird. Wir werden jetzt nicht 100% holen. Ich möchte mit TOTK anfangen. Aber wir haben alles gemacht, was man machen kann. Im Sinne von hier alles ausgefüllt. Na? So, Inventar ist vollständig. Wir haben alle Geisterzellen, wir haben, also das haben wir alles. So. Und was jetzt nicht da ist, sind natürlich alle einzelnen Errungenschaften, weil da auch so Sachen wie Hardcore-Modus und so dabei sind, das mache ich nicht. Und was wir auch nicht gemacht haben, wir haben jetzt nicht jeden einzelnen von diesen Knubbeln geholt. Ja, diese ganzen Geldknubbel hier. Und wir haben jetzt auch nicht jede einzelne Waffe geholt, die ich eh nicht benutze. So, also, ist egal. Ne? Ich habe meinen Stil zu kämpfen und der wird sich jetzt auch nicht ändern, nur weil es mehr Waffen gibt. Das war die falsche Richtung. Ich muss hier hoch, okay. Und wir sind beim Finale. Ich nehme an, wir treffen jetzt nochmal auf Shriek. Ich bin gespannt, was hier abgeht. Let's go. Wir sind oben, ne? Ja. Hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Und dann wird es jetzt hier wahrscheinlich gleich richtig wild. Dann wird es hier wahrscheinlich gleich richtig, richtig wild. Okay. Seid ihr bereit? Ich auch. Ah, okay, man sieht jetzt hier gar nicht mehr. Das heißt, es geht jetzt hier einfach. Ja, das ist jetzt nichts mehr auf der Karte, wo wir uns gerade rumtreiben. Aua. Ach, lol. So, es geht einfach nach oben. Und dann wird es hier gleich ganz anders abgehen, wenn Shriek auftaucht. Jetzt kann ich nicht mehr springen. Wir haben es geschafft, Ori. Die Geisterweide. Unser Land wird wieder im Licht erstrahlen. Wir machen den Schaden rückgängig. Wunderschön. Tapferes Kind. Du hast das geheilt, was zerstört war. Sire wurde wiedergeboren. Sieh nur, wie ihre Erinnerungen von meinen Ästen angezogen werden. Die Geister sehnen sich ja schon so lange nach diesem Tag. Wenn ich doch nur das Licht wieder in mir tragen könnte, aber es ist nicht mehr das meine. Meine Zeit ist vorbei. Ein neues Zeitalter muss anbrechen. Mein Kind, ich übertrage dir das Licht. Aber es um mir tragen zu können, musst du noch wachsen. Ein Leben musst du nur zurücklassen.
um das Leben aller anderen zu retten. Werde eins mit Cyrus, nimm das Licht in dich auf. Kümmere dich um dieses Land, wie ich es einst tat. Ich fühle Shriek gleich auftauchen. So Shriek nimmt einfach Cyrus in sich auf. Eow! Oder so. Shriek ist nicht so auf Licht. Shriek ist mehr so auf Dunkel. Moin. Oh, Shriek ist auch mehr so auf Laser. Ich dachte fast, es kommt eine Flucht, es kommt ein richtiger Kampf, okay. Ja, vielleicht auch mehreres auf einmal. Vielleicht wäre übrigens, das ist gerade nur die Idee. Hier fällt der Stachel tatsächlich ganz cool. Ne, nicht der. So, anstatt dem Sprung, anstatt dem Starten. Nee, das hätte ich gerne wieder. Oh, Bruder, ja! Das macht ja ordentlich Schaden. Nice. Oh, kommt jetzt der Fluchtmoment. Aber dann hätte ich jetzt gerne wieder meinen Start. Ach, habe ich noch. Was habe ich dann hergegeben? Ach, ich habe Regenerieren hergegeben. Also wenn ich jetzt nicht gleichzeitig angreifen muss, dann würde ich jetzt erstmal so machen. Ich hatte die falsche Taste gedrückt. Das war mein Fehler. Oh, Bruder. Und da spielt sie wieder die Lieblingsmusik. Okay. Muss ich hoch? Ja. Okay, wir kämpfen weiter. Ich drücke immer die falsche Taste erst. So, dann hier. Zack, Stachel. Nice. Jetzt kann ich sie nicht abschießen, gerade, ne? Zum Glück darf ich nur ausweichen. Nice. Aua. Boah, mit dem Stachel ist das so krass. Das ist so eine krasse Attacke, vor allem, weil die halt auch noch zielsuchend ist. Aua. Ah, ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Oh, Bruder. Will ich hier runter? Nein. Verdammt.
Wie soll man dem ausweichen? Bruder! So, jetzt ist da wieder dieses Ding aufgegangen, aber ich will da ja nicht runter, scheinbar. Aua. Oh, Bruder, wohin schießt er denn? Oh, ich habe mich getroffen, Mist. Ärgerliche Momente. Ja, okay, Duck bringt da auch nichts bei der Attacke. Yo! Und jetzt kommt der Quatsch wieder. Aber ich kann halt auch nichts tun. Ja, Bruder. Das ist nicht so gut. Ja, aber wie weiche ich dem aus? Ja, wie... Energie nicht so gut. Jetzt macht sie den wieder. Ich müsste irgendwie Energie zurückbekommen. Ich meine, ja gut, ich setze halt die Energie ein. Von dem für den Stachel, ich weiß schon. Jetzt ist so ein Ding gespawnt. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Okay. Ich muss meine Energie mehr auf Regenerieren behalten. Ich kann dann wahrscheinlich trotzdem mit dem Geisterbogen sie abschießen, so ein bisschen. Mann, ich will mich doch nur heilen. Okay, das wird so nix. Ich verstehe noch... Oh, ich weiß noch nicht, wie ich das von der Seite machen soll. Ja, okay, das trifft auch. Ist halt nicht so stark. Aber es trifft. Okay. Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Moment. Ich will das auf Y haben. Das auf A. So rum. Machen wir es mal. Machen wir es mal so rum. Und jetzt will ich erstmal gucken. Ist mir gerade eingefallen. Nee, nix abbrechen, what the fuck. Ob wir überhaupt richtig ausgerüstet sind für einen Kampf. Also, wir haben drinne. Belastbarkeit ist gut. Raffinesse ist gut. Das brauchen wir nicht. Das ist gut. Das brauchen wir nicht.
Ach, mit Geisterlicht hätte ich mehr Schaden. Ja, siehst du, das ist aktuell gerade nicht so günstig. Das braucht man nicht. Guck mal, da ist nämlich ganz viel drin, was ich gar nicht brauche. Und stattdessen könnte man nämlich zum Beispiel den Geisterbogen hochleveln. Mehr Energie wäre ganz gut. Haben wir sonst noch irgendwas Sinnvolles? Nee, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das klingt nicht schlecht. Das klingt gut. Das klingt nicht gut. Hä? Nein. Oh ja, das klingt gut. Im Moment kann ich eh nicht klettern, also rein da. Okay. Ich meine, zählt sie als fliegender Gegner? Denke schon, dass hier als fliegender Gegner zählt, oder? Nehmen wir es mal rein. Okay, probieren wir es mal so. Oh, ich glaube, sie zählt das fliegende Gegner, weil das hat gerade ordentlich Schaden gemacht. Holy moly. Ja, das ist sehr gut. Okay, da weiß ich halt noch nicht, wie ich dem ausweichen. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen. Ach, natürlich weiß ich, wie ich dem ausweichen soll. Ich habe ja meine Sprungfähigkeit. Ja, jetzt haben wir hier den richtigen Kampfmodus. Jetzt haben wir den richtigen Kampfmodus gefunden. Ach! Die Geisterpfeile haben trotzdem Dings verbraucht. Oh, das wusste ich nicht. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Aber ich bekomme jetzt ja durch Angriffe wieder Dings zurück, durch diesen Katalysator. Aber dann muss ich fast. Okay. Dann muss ich von dem Schießen hier Abstand nehmen. Dann muss ich das hier machen. Und lieber regenerieren. Wo immer möglich. Genau. Weil ich kann es jetzt auch genug so angreifen. Ja, ich kann es jetzt auch genug so angreifen, das funktioniert. Dann heilen wir uns lieber hoch. Dann gehen wir hier rüber. Ja. Jetzt haben wir es raus. Ich hab's nur falsch angegangen. Ich bin es nur falsch angegangen am Anfang. Alles gut. Wieso habe ich sie jetzt nicht getroffen? Mist.
Da hätte ich wieder einen Sprung setzen müssen jetzt eigentlich, ne? Oh Bruder, jetzt macht sie alles kaputt. Was hätte ich jetzt tun können? Hä? Okay, wir starten aber an der Stelle. Okay, alles klar. Wir starten an der Stelle. Also muss man jetzt irgendwie flüchten wahrscheinlich. Aber wohin flüchtet man? Okay. Also sie lässt jetzt nicht so wirklich viel von der Plattform übrig. Aber das Spiel will es ja so. Also muss man irgendwie da rauskommen. Aua. Ach, ich bin wahrscheinlich so, ne? Wahrscheinlich muss ich irgendwie dann schweben mit Kuros Feder. Was, sie ramponiert ja alles, was soll ich tun? Ach, über die Dinger, oder was? Oh, ich glaube, ich weiß es. Ja, okay, über diese Teile muss ich mich jetzt bewegen. Über die Dinger hier. In Kombination mit Kuros Feder. Ja. Oha. Alter! Okay, das wird krass. Okay, das wird richtig krass. Hilfe. Dann heilen wir uns am Rand nochmal hoch. Ja, und jetzt bin ich gleich wieder unten. Mist. Okay, aber das ist es. Das ist es. Oha, krass. Krasses Finale. Krasses Finale. Alter. Nein, 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 nein. Oh Bruder, ich habe so wenig Möglichkeiten. Okay, ich kann hier aber auch selber die Dinger ins Gesicht schießen. Das ist wahrscheinlich am Ende effektiver. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich ordentlich weit oben. Okay, das war's gleich. Nein, das war's gleich. Bei mir aber auch. Nein! Das war's. Oh mein Gott, was ein Kampf.
Steinhart. Yo, schräg, what the heck? Ist dein Problem. Ewig werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als die Hoffnung starb. Einige blieben weiter im Schatten. Ach so, ich muss was tun wahrscheinlich. Okay. Sah aus wie eine Sequenz. Heieieiei. Dann nähern wir uns wohl mal Sire. Oder dem, was von ihr übrig geblieben ist. Es ist Zeit, Ori. Wir nehmen das Licht in uns auf und opfern uns damit, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie lebt.
Ich wandte mich dem Licht zu. Als mein Name Ori lautete. Ja, aus Ori wird ein neuer Baum. Es war der Wille der Irrlichter. Will of the Wisps. Dass das Leben erneut beginnt. Ein neuer Geist. Schicksal. Aber ich spüre doch, wie sie schon wieder das Hauptmain-Team aufbauen. Sehr, sehr schönes Spiel. Ist jetzt auch nicht überraschend, dass es ein schönes Spiel ist. Aber damit ist es vollbracht. Wir haben so gut wie alles mitgenommen. Nicht ganz jedes Geldknubbelding, aber mehr als genug. Ich denke nicht, dass jetzt noch mal was sich ändern würde, wenn man jetzt 100% überall hätte. Ich hoffe mal nicht. Also, dass es irgendwie so Secret Ending oder sowas gibt, wenn man 100% hat. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es passt so. Sollte ich irgendwas komplett verpasst haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann gibt es halt noch einen extra Part. Aber hier schließen wir ab. Und hören jetzt einfach noch ein bisschen dem wunderschönen Main Team zu. Immer weiter aufbaut. Gleich geht's los.
Zelda Mondelore. Mit Zelda werden wir uns jetzt dann auch ein wenig beschäftigen. Xbox Game Studios. Unfassbar viele Leute bei meinem Spiel beschäftigt. Beziehungsweise an einem Spiel beteiligt. Bin ich vorhin schon den Abschnitt mit Nintendo Switch Port? Nochmal neuer Nintendo Switch Port Abschnitt. Okay. Moritz Kneuer für Germany übersetzt. Danke, Moritz. Oh, die Special Thanks sind gerade alphabetisch sortiert. Da weiß man, wie viel noch kommt. Mit N. Okay. I am 8-Bit. Skybound Games. Das sieht nach dem Ende der Credits aus. Ah, da ist nochmal das Blatt, das uns am Schluss verlassen hat. Großartige Spielereihe. Ori. Und das war's. Wir haben alles getan, was wir konnten. Ja, 95%, wie gesagt, einzelne Kartengebiete sind noch nicht mit 100%, aber wenn das nicht sein muss, würde ich es an der Stelle lassen. Wenn das nichts ändert, irgendwie an den Credits oder so, ne? Schreibt mir, wie gesagt, gerne, wenn ich was verpasst habe.
Ich bin der Meinung, wir haben alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte. Und genau. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage jetzt tschüss und wenn ihr Lust habt, bis zum Let's Play von TOTK. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich versuche mich schon seit Tagen vor Spoilern zu schützen, sonst wie. Es ist verdammt schwierig. Tschüss.